Hi Leute und herzlich willkommen bei Zelda Twilight Princess. Irgendwie bin ich wieder hier oben. Habe ich letztes Mal ja hier aufgehört. Ich wollte ja eigentlich noch den Fluss runterspringen, aber habe ich ja nicht gemacht. Ha, jetzt sieht das alles doch schon angenehmer aus, irgendwie, auf eine komische Weise. Würde ich auch machen. Das ist immer cool gewesen, einfach hier runterfließen lassen. Ah, der taucht beinahe gar nicht, der Wolf. Also damit kann man echt nichts unter Wasser machen. Aber hier scheint alles wieder okay zu sein. Und wir kommen sogar direkt zum Lichtgeist. Oh. Das war vielleicht doch etwas heftig. Cool, wir fangen direkt hier an. Rein da! Wir möchten endlich dieses verdorbene Land wieder reinigen. Hi. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangene Lichtgeist von den Göttinnen Auserwählter hält. Du hast es bisher hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füll es in diesen. Ja, wir wissen. Keine Sorge, wir machen das schon. No problem. Schon beherrschen Sie zum. Ja, kennen wir. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, sind im Schattenreich die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzte Bastion der Schattenreichen, nur Hyrule. Och, nicht runterspringen. Danke. Raus da! Und das wird uns jetzt einiges an Zeit kosten, das kann ich euch schon mal versprechen. Nämlich nicht so einfach. Ihr seht, auf dieser Karte waren nur 4 Stück eingezeichnet. Ja, so wenig sind in einem Gebiet. Oh Mann. Bam, einmal haben wir schon. Aber ich mag die Aufgaben auch. Ich weiß, manche haben das an Twilight Princess als Kritikpunkt angesehen. Finde ich nicht. Ich mag das. Irgendwie ist meine Sensorbar leicht verrutscht. Egal. Teleportpunkt. Yeah. Brauchen wir dringend. Sehr dringend. Könnte es sein, dass mein Vater jederzeit reinplatzt? Einer? Was sind die anderen? Da hinten ist einer. Und? Ich sehe nur einen. Da ist einer. Komm her. Kriegst du es nicht? Komm. Komm doch. Die verlieren so schnell die Aggro. Das ist ja echt übel. Hi. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Komm. Nein. Komm her. Oh Mann. Sehr schön. Nein. Ja, ich weiß. Anstrengend. Bam. Einmal Zwetschge. Du folgst mir aber, oder? Komm her. Das ist echt nicht einfach. So. Oh, endlich. Mann, oh Mann. ADHS en masse hier. Sip. Sehr schön. Neuer Teleportpunkt. Dahinter ist doch einer. Nö, gerade nicht. Wo ist er denn? Der war hier versteckt, richtig? Hi. Nein, nicht runterfliegen.
Komm her. Komm her. Kriegst du hin? So. Damit haben wir es. Schupp. Und da hinten war noch einer. Der ist ein bisschen höher gelegen. Daran kann ich mich noch erinnern. Hab mal mit ein paar Abonnenten gesprochen. Die sagten, dass sie andere Let's Plays von Twilight Princess gesehen haben, die 80 Parts lang gehen. Mal schauen, ob ich es auch in 80 schaffe. Aber, ja. Auch 100% übrigens. Könnte knapp werden. Ich meine, bin jetzt nicht so erfahren wie ein Looks Like Link oder so mit Let's Plays, deswegen. Dum, dum, dum. Ach, damit. Ich hätte hier nicht runterfliegen sollen. Dürfen. Einer? Moment. Einer? Ich habe den Lichtding nicht eingesammelt, den Lichtkegel von ihm. Da fuck. Komm her, Lichtkegel. Wow, das hätte ich nicht bemerkt, wenn ich jetzt auf einer anderen Map gewesen wäre. Da hätte ich ewig nach dem letzten gesucht. Oh je. Ewig lange Schwimmfahrt ist schön. Ah, ich liebe die Atmosphäre. Und was man hier schon im Hintergrund sieht und so. Ha. Wieso habe ich das nicht eingesammelt? Komm her. Ha. Aber ich hätte auch gleich hierher zurückschwimmen können. Das wäre näher gewesen. Fällt mir jetzt gerade so auf. So. Ich wünschte, ich könnte die Helligkeit ein bisschen höher stellen. Aber das würde für euch ja nichts bringen. Hier hoch. Da hoch. Nein. Hier rum. Entlang. Hier entlang. Dann darüber. Okay. Keine Ahnung. Doch nicht. Nein! Das könnte eine Weile dauern, bis ich da hochkomme. Das war, als ich das erste Mal durchgespielt habe, auch das Problem. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das dann geschafft habe. Aber hier können wir auch irgendwo hoch, glaube ich. Ja, sehr schön. Boing. Ein bisschen mehr Licht würde helfen, aber man kann ja nicht alles haben, richtig? Hier hoch. Hopp, nein. Ich stelle mich auch gerade doof an. Das muss man auch dazu sagen. Come on. Aber ich habe euch versprochen, dass es eine Weile dauern könnte hier. Da, dafür geht es dann in der Wachwelt wieder schneller. Schipp. Hopp. Nochmal. I need light. Dann. Hier entlang. Ganz vorsichtig rüber. Hier rüber. Nein? Kann man hier rüber springen? Bitte kann man hier rüber springen? Ja, kann man. Okay, mit Anlauf. Sehr schön, dann haben wir es jetzt bald. So, bevor du dich vergraben kannst. Itadakimasu. Danke. Und jetzt geht's wieder dahin zurück. Wenn es geht, auch über Land, weil das schneller geht. Nein, dann halt nicht. Mir auch egal, müssen sowieso die größte Teil müssen wir eh rüberspringen. Rüber schwimmen, so rum. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich ab und zu so mache. Ich glaube, er bleibt dann schneller zum Schwimmen, aber. Keine Ahnung. Dim, 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 dim. Wir müssen dann eh nochmal den Vogel rufen. Und. Hier ist noch eine Landstrecke. Hi, Zora. Was ist das denn? Was ist was denn? Hier ist nichts. Außer eine kleine Landzunge, die ich nicht entlang gehen kann, weil ich zu klein bin. Der steht einfach nur hier. Lässt sich fangen, na gut. Dankeschön. Wir haben das Gebiet hier geklärt. Ich glaube, ich sehe so sogar viel mehr. Wisst ihr das? So sehe ich zumindest einen bestimmten Radius. Ich brauche den Vogel.
Ich weiß, wo eine Stelle ist. Ich habe gehofft, dass hier vielleicht auch eine Stelle ist. Aber doch, hier. Da, leicht komisch klingt's. Sieh mal an, wie so ein Donner. Nochmal diese Strecke, bitte. Schum. Ist das schön. Müssen wir das jetzt eigentlich nochmal machen? Oder sind wir jetzt gleich oben? Doch, nochmal, okay. Schneller. Aber ich mag das auch, also von dem her macht es nichts. Ach so, stimmt, das sind ja auch diese Dinger. Nein, ich habe schon wieder einen verpasst damit. Ja, ist okay. Wenn man einen verpasst, muss man eh wieder zurück an den Anfang. Deswegen. Ja. Ich soll Z drücken, wenn ich sie sehe. Okay, also Spür einschalten, Z drücken. Stimmt. Kann ich ja auch machen, habe ich ganz vergessen. Hi, Schattenkäfer. Bam. Einmal Switch. Bam, zweimal Zwetschge. Das macht das Ganze schon etwas anspruchsvoller. Vor allem, wenn die trotzdem noch auf mich schießen. Hilfe, Hilfe. Ich spare hier wieder ein bisschen Licht. Ja. Danke. So, da ist wieder einer. Bam. Und bam, wir haben alle auf dem Weg. Sehr schön. Kein Gespür mehr nötig. Einfach nur noch durchkommen irgendwie. Das habe ich immer gehasst. Aber irgendwie macht es Fun. Das ist bei vielem so, was man als Kind irgendwie gehasst hat oder als sowas in Erinnerung hatte. Wenn man es jetzt nochmal macht und man weiß, was man tut oder zumindest noch die grobe Erinnerung hat, dann, weiß nicht, dann macht es plötzlich Spaß. Das ist genauso die 100 Coin Missions in Super Mario. Die habe ich als Kind gehasst. Aber jetzt? No problem. Und macht sogar Fun. Wow. Ich sehe nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Naja. Muss man durch. Hoch da. Durch den kleinen Tunnel. Ach, sehr schön. Geschafft. Geschafft. Und jetzt können wir endlich was aktivieren. Da drüben nämlich. Aber erstmal, hier gibt es noch einen Käfer. Was war das? Das war hier irgendwo. Nein? Hä? Wo war denn der Käfer? Hallo? Nein? Mal überall wühlen. Come on. Nicht? Hä? Ah. Oh, toll. Ah, wie widerlich. Das ist ja riesig. Auf dem Land finden wir wirklich die schrecklichsten Dinge. So, haben wir schon erledigt. Ja, damit. Das war das einzige in dem Gebiet. So. Oh, ist es hinüber? Habe ich mich erschrocken, wenn die doch bloß nicht mehr auftauchen würden. Ach, es passiert einfach nichts Gutes mehr. Auf der Arbeit nicht und privat erst recht nicht. So true, so true. Oh, hier ist da alles clean. Das heißt, wir können das hier machen. Hä? Okay. Erstmal lauschen.
Das war immer sehr schwer, fand ich. Ups, nochmal. Ah, sorry. Juhu! Geschafft. Am ersten Versuch. Oh, diese Welt sieht so cool aus. Ah, so cool, so cool. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay, mach ich. Gerne. So, erstmal geht's hier weiter. Ah, genau. Dachte ich mir, da dachte ich ja eigentlich, dass der Stein steht zum Rufen, aber habe ich mich offenbar geirrt. Da geht's zum Angelshop. Natürlich kann man auch in diesem Spiel angeln. Das dürfte niemanden überraschen. Es gibt nur wenige Zelda-Spiele, wo man das nicht kann. Skyward Sword zum Beispiel, glaube ich. Ob Prinzess Rales hier vorbeigekommen ist? Also, dies ist die einzige Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Ah. Das heißt wohl, ich soll ihn hinterher. Bleibt mir nicht arg viel übrig, richtig? Ich könnte jetzt auch einfach zu den Zoras gehen, aber... Nope. Gehen wir nach Hyrule. Schupp. Go, go. Zurück in die verlassene Stadt. Nee, nicht verlassen, aber... Verlorene Stadt vielleicht eher. Hier gibt's keine. Nope. Aber man kann hier, glaube ich... Kann man hier nach Hyrule... Weil wir können der Wasserstraße einfach folgen, richtig? Was passiert dann? Ich habe keine Ahnung mehr. Kann man da hinten überhaupt hin? Sieht gerade nicht so aus. Wie seid ihr hier durchgekommen, Soras? Verratet mir euren Trick. Ich möchte auch durch. Oh, damit. Okay, hier rum. Genau, ja, vielleicht hier rum, ja. In Hyrule gibt es nämlich, glaube ich, auch noch Käfer, wenn mich nicht alles täuscht. Überhaupt werden wir bald merken, dass Käfer eine größere Rolle in diesem Spiel spielen werden. Ohne so viel zu spoilern. Oh Mann, schon wieder Gainer hier. Ah. Gehen wir erstmal nach Hyrule. Schip. Ah, auf der Karte ist ja alles eingezeichnet, richtig? Ups. Ach, tatsächlich, oben gibt es noch ordentlich viele und hier gibt es nur einen. Huch. Na gut. Sammeln wir erstmal den einen Käfer ein und dann gehen wir nach oben. Oder? Nee, das macht keinen Sinn. Sorry. Andersrum. Wie komme ich am besten... Schon wieder falsch, sorry. Wie komme ich am besten da hoch? Da hoch. Mysterious. Mal schauen, was wir machen können hier. Aber das ist ja eine Wasserstraße, das heißt, es sollte ja auch in zwei Richtungen möglich sein, richtig? Ja, aber wir werden nämlich eh wegteleportiert, sobald wir den letzten Lichtding einsammeln. Das heißt, wir sollten echt so machen, dass wir den letzten auch wirklich dort einsammeln. Ah, ich komme nicht hoch. Das ist unfortunate. Das heißt, ich kann da nichts tun, außer zurück in den See. Das heißt, ich kann auch gleich noch in das Schloss auf dem Weg schauen. Dammit. Das waren jetzt 3 Minuten verschwendete Spielzeit. Egal. Ups. Das war zu viel. Geschüttel. Boing.